Oh, das ist aber schön von Mutti. Warum ist es auf einmal so dunkel? Das heißt nichts Gutes. Naja, hoffentlich überlebst du die Nacht. Ja. Level 14. Ich muss immer schauen, wo die Zombies gerade sind, damit ich mich entsprechend auf sie vorbereiten kann, und zwar immer dann, während es blitzt. Da haben wir eh noch einen Kürbis. Dann könnt ihr jetzt dann eh gleich mal sehen, wie der funktioniert. So, ich habe die dahin gepflanzt, dann kann ich den Kürbis da oben drauf pflanzen. Mehr Sternfrüchte. Und dann schauen wir mal, was wir mit den ganzen Meerpilzen hier langsam mal machen. Der Buddelzombie ist genau dort unten. Dann habe ich doch irgendwo einen ungeschützten davon. Ja, der ist mittlerweile wieder ungeschützt. Da haben sie den Kürbis kaputt gehauen. Zweiter Magnetpilz, wie gnädig. Würde ich gerne hier hinpflanzen, damit da unten auch einer ist.
So, letzte Welle. Da kriegen wir auch schon die nächste Pflanze, das Cola-Pult. Der schleudert Kohlköpfe auf den Feind. Ui, jetzt haben sie es sogar bis aufs Dach geschafft. Das sind ja vielleicht ein paar hartnäckige Zombies, Mann. Du brauchst jetzt die Cola-Pulte, weil das Dach so schräg ist. Vergiss das nicht, dann läuft alles wie geschmiert. Oh ja, die brauchen wir jetzt. Und da ist der nächste Zombie, die ich unter die Kategorie nervig stelle, nämlich der Bungee-Zombie. Der wird nämlich hin und wieder mal schön ein paar Pflanzen von mir klauen, wenn ich sie nicht daran hindere. So, wir sind wieder am Tag, das heißt keine Pilze mehr. Heißt, auch den dürfen wir gleich schon mal wieder nicht mehr verwenden. Aber prinzipiell ist alles, was ich für dieses Level brauche, sind die zwei Pflanzen. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Den Rest nehme ich mit, weil es lustig ist. Was nehmen wir denn noch mit? Kürbis, fertig. Ah, jetzt sind wir auf den Dachleveln. Gute ist, wir haben wieder nur noch 5 Reihen zu verteidigen. Nicht mehr 6 wie im Pool. Dafür dürfen wir nur noch auf den Blumentöpfen pflanzen. Und ja, bevor ich frage, die Blumentöpfe sind ebenfalls Pflanzen. Ihr seht hier leicht die Gesichter in den Blumentöpfen mit drin. Nur eine Welle, das heißt, es reicht eine Reihe Sonnenblumen aus. Jetzt können wir unsere Cola-Pulte benutzen. Cola-Pulte machen ein bisschen mehr Schaden als die Erbsenkanonen, allerdings schießen sie dafür ein bisschen langsamer. Somit macht allerdings die Erbsenkanone ein klein wenig mehr, ja, Schaden pro Sekunde, könnte man da fast sagen. Im Schaden pro Schuss sind die Cola-Pulte ein bisschen weiter vorne, aber im Schaden pro Sekunde sind die Erbsenkanonen besser. Es ist allerdings kaum merklich. Der Unterschied. Das sind die Bungee-Zombies. Ach, die funktionieren ja da auch nicht mal. Ganz vergessen. Müssen wir es halt so regeln. Na gut, den können wir da rauspflanzen. Brauchen wir eh nicht mehr. Hat uns leider einen Blumentopf kaputt gegessen. Da kann ich also jetzt nichts mehr hinpflanzen. Ist ja nicht so, als ob ich die 5. Reihe da vorne irgendwo brauchen würde. Mir reichen eigentlich die ersten 3.
hier vorne könnte man übrigens wieder Erbsenkanonen benutzen. Die könnten dann auch schießen. Weil ab hier ist das Dach nicht mehr schräg. Also ab dieser Reihe funktionieren Erbsenkanonen und ähnliche Sachen auch wieder. Lohnt sich aber dann meistens schon nicht, weil es zu weit vorne ist. So, und jetzt kriegen wir den Blumentopf. Ja, damit können wir das Dach bepflanzen. Hallo Nachbar, ich habe neue Sachen im Angebot. Oh ja, da werde ich mich auch gleich mal bedienen. Auch wenn der hier sehr verlockend ist, aber den brauche ich auch sehr dringend. Der Dachreiniger. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Sachen, auf die wir aufpassen müssen. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder Eimer-Zombies dabei und Stabhochsprung-Zombies. Aber Stabhochsprung-Zombies kann man jetzt, wunderbar Blumentopf in den Weg pflanzen. Das ist wiederum sehr, sehr praktisch. So. Ja, nehmen wir Kirschbombe, Jalapeno, Walnuss, Kürbis, Kartoffelmine. Das gleiche wie beim letzten Mal, nur dass wir einen Blumentopf dabei haben. Irgendwas anderes dafür nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich beim letzten Mal noch dabei hatte. Ach ja, den Matschkürbis hatte ich noch dabei. Auch nur noch die ersten 4 Reihen Blumentöpfe vorgegeben. Das auch nur noch für dieses Level. Normalerweise hat man am Dach immer nur 3 Reihen. Den Rest muss man dann selber bepflanzen. So, wir haben 2 Wellen. Das heißt, wir können auch ruhig mal wieder 2 Reihen Sonnenblumen pflanzen. Stabhochsprung-Zombie, einfach einen Blumentopf davor pflanzen. Und springen sie schon mal drüber und sind nur noch halb so gefährlich. Thank you.
Für sowas nutze ich die Blumentöpfe, die ich da vorne hingestellt habe, immer wieder gerne. Außerhalb vom Spiel geklickt. Ich spiele das Ganze ja hier im Fenstermodus. Damit ich das Ganze überhaupt aufnehmen kann. Na gut, die kann ich ihm mal mitleben lassen. Da entsteht kein globaler Schaden. Hier braucht man langsam mal einen Kürbis außenrum. Schnell ein paar Zombies mitnehmen, wenn wir da schon einen Blumentopf stehen haben. Und versuche es wert, einfach eine Kartoffelmine reinzupflanzen. Zombies immer nur in dieser oder in dieser Reihe kommen. Oder habe ich alle anderen jetzt einfach nur weggesprengt? Einfach noch die stärksten Pflanzen. Kriege ich aber auch leider erst ganz am Ende vom Dachlevel. Ach komm, stirb einfach. Ich will doch das Cornerpult haben.